Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA San Andreas mit Paxis. Es ist zwar mitten in der Nacht, aber ich bin einfach so extrem Let's Play geil, dass wir noch eine Aufnahme machen müssen, oder ich muss noch eine machen. Vielleicht mache ich auch direkt wieder zwei nacheinander, schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich einfach zu. Ja, doch, passt schon so. Ich bin einfach zu geil darauf, weitere Let's Plays zu machen, das Spiel weiter zu spielen, weiterzukommen. Ich meine, es wird so trotzdem nur pro Tag eine Folge hochgeladen. Aber es kann ja nicht schaden, gerade am Anfang ein paar Folgen, ja, vorzuproduzieren. Und wir werden jetzt definitiv erstmal den Plan wahrnehmen, den wir in der letzten Folge angesprochen haben. Nämlich, dass wir jetzt mit der Weste, ihr seht oben rechts diese weiße Leiste über der roten Leiste, und die gibt meine schusssichere Weste an, beziehungsweise deren Energie oder Haltbarkeit. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal die Mission machen von, na, wie hieß das gleich? Irgendwas mit R. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall die Mission machen, wo wir von der Armee die Waffen klauen wollen. Da brauchen wir ein bisschen Schutz, und ich werde es versuchen, diesmal besser zu machen. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal dieses Intro anzuschauen. Also, wer sehen möchte, wie die Mission losgeht, der sollte sich einfach mal die letzte Folge angucken. Da habe ich sie auch schon gespielt. Rubbing Uncle Sam. Und dann fangen wir einfach mal an. So. Dann geht's mal los in Richtung Armee, beziehungsweise. Hey, Ryder, wo we going? Ocean Docks. How we get this van? It wasn't outside when I came through. My homie LB, he like a clockwork ninja. Real dependable. Unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit this is. Eigentlich kann ich ja auch währenddessen reden, Mann. Wir haben es ja alle schon gehört. Von daher brauchen wir dieses Mal nicht so viel von dem ganzen Gelaber anzuhören. Das hören wir alles doppelt und dreifach. Das wollen wir ja auch nicht. Ja, so, ich muss eigentlich nur geradeaus, die kleine Biegung. Ha, ha, ha. Und dann direkt die nächste nach rechts und dann wieder nach links. Und dann müsste ich ja auf der Straße sein. Ich hoffe mal, ich schaffe es dieses Mal, dem Ganzen hier zu folgen. So, ich bin das einfach nur geradeaus. Ja, nochmal, ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus. Was ist hier los? So, geradeaus und die nächste. Ja, die nächste nach links, oder? Die nächste nach links. Ne, die nächste nach rechts. Die nächste nach rechts. Die nächste nach rechts. Oh mein Gott. Ja, die nächste nach rechts. Ja, genau. Die nächste nach rechts. Was macht denn der da, Typ? Überfahren wir jetzt. Da hat sogar jemand überfahren! Jetzt zeigen wir jetzt an. Okay, dann halt nicht. Ja, jetzt müssen wir weiter geradeaus fahren und jetzt nach links. Deswegen wäre er ebenfalls nach links gefahren, hätte man ihn verfolgen können, stellen können, seine Rechte vorlesen und bei der Polizei abliefern. So werden wir jetzt einfach unsere Mission machen. Wie gesagt, wir müssen ein paar Kisten holen aus dem Lager der Armee. Ein paar Waffenkisten, weil Ryder, genau, er heißt Ryder, weil Ryder unbedingt extrem viele Waffen haben möchte fürs Viertel. Wahrscheinlich hofft er einfach mit Waffengewalt dann die Macht hier in der Gegend wieder in unsere Gang zu bekommen. Und das Auto ist sehr schwerfällig, aber das haben wir auch schon da. Bam! Oh, verdammt! Ah, okay, wir müssen also. Ja, wir dürfen nicht durchfahren, alles klar. Das kann man nicht wegklicken. Das müssen wir uns angucken. Auch wenn wir es schon dreimal gesehen haben. Nationalgarde im Endeffekt. Wünscht mir Glück, dass der 8-Ball das Loch trifft. Ja, was nehmen wir von der Waffe? Wir nehmen erstmal die 9 mm, mit der kann man besser zielen. Spring. Okay, war die falsche Taste. So, und dann schießen wir da einfach. Okay, also sobald wir auf ihn zielen, merkt er das. Ja, schön, dass ich das jetzt merke. Und da kommt direkt die nächsten. Wie gesagt, ich denke, bei solchen kontrollierten Schüssen ist die 9 mm einfach deutlich besser als die Uzi. Die Uzi, die würde ich dann lieber nehmen bei Verfolgungsjagd oder ähnlichem, wo man einfach ja mit Streufeuer weiterkommt. Aber hier ist so ein gezielter Schuss definitiv die bessere Alternative. Und geduckt schießen, um einfach besser zielen zu können. Unsere Pistolenskills sind ja auch schon etwas gestiegen. Hier werden jetzt auch nochmal zwei Wachen auf uns warten. Deswegen gehen wir direkt mal in Deckung. So, und ich hoffe mal, dass ich jetzt einen sehe. Okay, der andere kommt direkt dazu und wird dann genau 8-Ball Gangsters. Ice cold, baby, ice cold. Ice cold abgeknallt.
Und ja, wir wissen ja, dass hier alle paar Minuten, oder das heißt alle paar Minuten, alle paar Sekunden kommt definitiv irgendwie irgendwoher wieder irgendein Gegner, der mich irgendwie mit irgendwas umbringen will. Vor allem, warum die mich. Na gut, okay, ich bin auf Militärgelände. Es ist wahrscheinlich klar, dass sie mich dann direkt umbringen und nicht versuchen, mich gefangen zu nehmen, vor allem, wenn ich selber eine Waffe habe. So, erste Kiste und jetzt müsste es eigentlich schon losgehen mit den ersten weiteren Soldaten, die uns das Leben schwer machen wollen. Das Tolle ist, dass hier drin vier Kisten sind und komischerweise aber auch draußen noch zwei, was ich nicht so ganz verstehe, warum die nicht alle im Lager sind. Weil das Tor war ja auch nicht auf, das heißt, das wollte auch niemand gerade eben einladen, diese Kisten. Dementsprechend haben die sich wohl gedacht, die sind nicht ganz so wichtig hier draußen und wir lassen sie einfach mal stehen. They see me rolling in hatin'. So. Sobald ich auf ein Ziel merkt er das komischerweise irgendwie, ich weiß nicht wie er das merkt und will dann lieber mich abknallen als Ryder. Oh nein, nicht nachladen, wenn ich schieß. Nicht nachladen, wenn ich schieß, umgedreht. Nicht nachladen, wenn er schießt. So, und jetzt wieder rein in unseren Feuerstuhl. Runter mit den Gabeln, rein mit den Gabeln, hoch mit den Gabeln. Runter, rein, hoch. Komm schon, du hältst einmal frei. They see me rolling. Ich weiß auch nicht, wie das Lied weitergeht. Ich würde es sehr gerne weiter singen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, wie es weitergeht. Also macht ja nichts. Das brauchen wir dafür nicht. Und ja, komischerweise sind sie diesmal irgendwie nicht so aggressiv. Ryder hat auch noch keine Energie weiter verloren. Als ich keine Weste hatte, also ja, letzte Folge hatte ich keine Weste und da waren sie deutlich aggressiver. Und das eine Mal bin ich gestorben, das andere Mal bin ich halt gestorben als... Ach nee, ich bin nicht gestorben, Ryder ist gestorben, als ich im Truck Action gemacht habe. Oh, jetzt kommen sie, BAM! Der nächste down. Sehr schön, und wieder rein. Und die nächste Kiste. Komm schon, komm schon. Runter damit, hoch. Was ist denn hier los? Was ist hier los, habe ich gefragt. Was ist denn hier los? Ja, jetzt. Schön, dass die Kiste schief ist. Ich hoffe, da ist nichts Zerbrechliches drin. Oh, was mach ich denn? Ich hoffe, da ist nichts Zerbrechliches drin. Hallo. Also, so. Mal Schutz suchen, rausrollen, wie wir das gelernt haben im Seminar. Ich kann aber komischerweise nicht nachladen. Bin ich dumm oder habe ich einfach die Nachladentaste woanders? Muss direkt nochmal nachschauen. Maus, Steuerung ändern. Steuerung zu Fuß. So, feuern, Waffen, Gang, Konversation, vorwärts, links, rechts, hinein, springen, mit Waffe zielen, ducken, Aktion, gehen, nach hinten sehen. Die wollen mir doch nicht einfach erzählen, dass man hier nicht nachladen kann. Kann man ja wirklich nicht nachladen? What the? Er lädt also automatisch selber nach, aber, okay. Sehr merkwürdig. Ja, scheint echt so zu sein, dass man hier nicht selber privat nachladen kann, wenn man das möchte. Wo kommt denn jetzt der nächste schon wieder her? Aber ich bin stolz auf Ryder, er hält mir zwar die Wachen immer noch nicht wirklich vom Hals, aber immerhin stirbt er nicht so schnell. Beziehungsweise hat noch relativ viel Energie. Und jetzt müssen wir noch zwei Kisten holen, das sind die, die draußen stehen, wie ich schon gesagt habe, die da. Ist es die da, die an der Ecke steht? Oder die da? Ich weiß leider auch nicht mehr, wie das Lied weggeht. In meiner Kindheit habe ich es quasi gewusst und habe es gesungen. Und gemocht, das Lied. Von wo denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt muss ich schon wieder aussteigen. Was ist denn hier los? So. Bam, Headshot. Schade, dass hier nicht so eine Meldung kommt. Headshot. Mit schöner, dicker Schrift auf dem Bildschirm. Vielleicht gibt es ja mal eine Mod. Da fällt mir gerade ein, ich wollte auch mal gucken, ob ich selber ein paar lustige Mods finde. Also zum Beispiel mit besseren Autos, was schon mal jemand geschrieben hatte. Habe ich nicht dran gedacht. So, und jetzt die letzte Kiste. Come on, da kommt auch direkt noch eine Wache. Die knallen wir noch ab. Bevor wir uns über die letzte Kiste hermachen. Da kommt schon her. Nicht ducken, Mann. Ja, ducken soll ich schon. Nicht verstecken. Aber das war ein Brustschuss. Der hätte eigentlich schon sterben müssen, würde ich sagen. Jetzt aber. Naja, komm, ich hab Bock auf Munition. So. Und ich habe vor allem Bock, hier diese Mission zu beenden. Wobei der schwierigste Teil, Jungs, der schwierigste Teil, da kommt noch. Weil wir, wie gesagt, da mit dem komischen Laster abhauen müssen und lustigerweise die Kisten, die wir gerade reingeschafft haben oder gerade reinschaffen, die werden dann scheinbar wieder benutzt,
um Autos hinter uns zum Stoppen zu bringen. Auf jeden Fall schmeißt Ryder die dann raus. Aber die letztes Mal zugeschaut haben, wissen das ja. Aber wir werden es ja gleich nochmal sehen. So. Naja, ja, okay. Aber ich denke, ich muss ihn trotzdem noch erledigen. Bam, bam, bam. So, meine schussgesicherte Weste ist auch fast vorbei und aus, aber es hat ja gereicht für die Mission und jetzt brauchen wir erstmal keine Weste, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwelchen Müll bauen, wie zum Beispiel eine Kiste rausschmeißen, wenn Zerlich hinter uns ein Auto fährt, weil dieses dann explodiert und Ryder ebenfalls explodiert, beziehungsweise kaputt geht und in Einzelteile gesprengt wird, auf jeden Fall stirbt er. Von daher, schauen wir mal, wenn es auch nicht so langsam wäre. Das ist schon wieder viel zu nah, jetzt vielleicht. Okay, aber ich kann mir natürlich auch nicht die Mühe machen und... Ich will nicht überfahren, tut mir leid. Ich kann auch nicht die Mühe machen und während des Fahrens und des Rausschmeißens hier noch irgendwie nach hinten schauen, um zu gucken, dass ich auch nicht... Verdammt, bin ich viel zu weit gefahren. Ich muss mal auf die Karte gucken, Mann. So, ich schmeiß einfach mal eine Kiste raus, auch wenn ich nicht weiß, ob hinter mir jetzt... es wird explodiert. Vielleicht habe ich einen erwischt, ich hoffe es mal. Ich hau einfach mal noch eine Liste, noch eine Kiste raus. Muss ich ein bisschen. Hau ab, Mann. Lass mich mal gucken, wo ich hier hin muss. Da muss ich hin. Fahr ich rückwärts rein? Ne, das schaffe ich nicht. Also nicht so zumindest. Na komm. Schnell rein. Ja, komm, Baby. Ja, rückwärts einparken, genau mein Ding. Sehr schön. Geschafft. That shit was tight. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Warum sind denn diese zwei Gangster-Style-Freaks da, die gerade eben damit rumgewatschelt sind, warum sind die denn nicht direkt mit auf die Mission und haben uns Rückendeckung gegeben auf die Mission? Und haben uns Rückendeckung gegeben, beziehungsweise... Ja, einfach helfen, Kisten einladen. Wir wären in der Hälfte der Zeit fertig gewesen. Wahrscheinlich sogar ein Drittel, wenn jeder eine Kiste nimmt. Naja, wobei, die haben ja keinen Gabelstapler, dann hätten sie eben einfach... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, okay, gezielt. Dann hätten sie eben einfach... Was macht der denn da? Hätten sie eben einfach zu zweit jeweils eine Kiste hochheben können und die mit reintragen. Das wäre auf jeden Fall fixer gegangen. Was ist denn mit euch los? Soll ich euch helfen? Komm, ich erlöse euch von eurem Grauen. Nee, Quatsch, komm, das mach ich nicht. Wie gesagt, Gangster mit Stil und Ehrenkodex natürlich. Deswegen schieße ich ja nicht auf unschuldige Menschen. Ich klaue ihnen vielleicht mal das Auto, wie jetzt der Person hier. Schnell, bevor der Polizist kommt. Nicht, dass der das sieht. Ja, jetzt steige aber auch ein. Gut, und jetzt müssen wir zu OC Loke. Zu OC Loke. Müssen wir jetzt fahren, aber OC Loke lässt uns, oder ja... Seine Herr Extravaganz empfängt uns natürlich nur zwischen 6 Uhr und... Ja, nee, quasi zwischen 22 Uhr und 6 Uhr, wenn ich mich recht entsinne. Wir fahren mal in Richtung OC Loke und müssen dann uns einfach die Zeit vertun. Vielleicht essen wir was oder so. Wir haben da ja direkt so eine Bude... Da fällt mir gerade ein, wo gibt's denn hier eigentlich eine Spraydose? Ich hätte schon Bock, ja, wieder Sachen anzusprühen, weil mir gerade unten links auf dem Radar diese Spraydose auffällt. Das ist leider kein Laden, wo man Spraydosen kaufen kann. Da kann man... Hier zum Beispiel, da könnte ich schön übersprühen. Das sind halt einfach... Ja, das ist einfach nur ein Laden, wo man den Auto umspritzen kann. Umspritzen. Ja. Da kann man sich also keine Spraydose kaufen, sondern nur das Auto umspringen lassen. Ah, hier, das ist wahrscheinlich so ein Typ, wo ich Rennen fahren kann. Aber ich will ehrlich gesagt kein Rennen fahren. Ich will einfach nur zu OC Loke. Und möchte da nochmal nachschauen, wie spät ich zu ihm kommen muss. Aber wie gesagt, ich glaube zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens. Also, ja, eigentlich genau meine Uhrzeit. Genau meine Uhrzeit. Zumindest, naja, um 6 Uhr morgens geht es vielleicht jetzt nicht wirklich jeden Tag ins Bett, aber es kommt schon mal ab und zu vor und es ist ja oft 4 Uhr nachts oder halt 4 Uhr morgens. Von daher ist es genau meine wilde Zeit. Let it rain, baby. Oh mein Gott. Ach man, dass die halt nicht gucken. Guck doch bitte mal in den Spiegel. Haben die überhaupt keine Fahrschule gehabt? Immer erst Schulterblick, bevor man abbiegt. Schulterblick. Wenn er nämlich einen Schulterblick gemacht hätte, hätte er auch gesehen, dass ich da mit etwas zu hoher Temperatur, Geschwindigkeit, was ist denn hinter mir los? Was ist denn da hinter mir los? Was ist denn hier hinter mir los? Jetzt dreht er wohl komplett... Oh mein Gott! Jetzt dreht er wohl gerade komplett frei, nur weil ich im Ausland reingefahren bin. Ja, dieser Taxifahrer macht direkt mal mit. Seid ihr alle bekloppt oder was? Lass mich mal weg. Was ist denn hier los?
Gott! Alter, dreht er richtig frei. Was ist denn? Ah, nicht in die Polizei! Ah, nein, nicht in die. Ah. Oh. Was ist denn hier los? Hau doch mal ab, beide! Ja, genau, Polizei, kümmert dich mal drum. Schieß die mal ab! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Mein Gott! Schnell aussteigen, muss weg hier! Meine Herren, die wollen mich umbringen! Gott, ey! Naja, da müssen wir mal einen Schritt zu Fuß gehen, aber ich dachte, da verfolgt mich echt noch zu Fuß, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott! Schnell über die Mauer springen und jetzt dürften sie theoretischerweise nicht mehr. Hallo, hübsche Frau. Nicht mehr die Chance haben. Okay, die ist doch nicht so hübsch, die ist alt und. Oh, honey, you stink! Die ist alt und fett und hat, glaube ich, gerade gesagt: Honey, you stink. Honig, du stinkst. Aha. Ich stinke also. Kommt es nur drauf, oder was kommt drauf an? Ist die Frage nach was? Müssen wir echt so einen Umweg gehen? Dabei ist er doch echt direkt hier drüben, aber ich kann da nicht drüber klettern. Oder? Gibt es da auch eine Möglichkeit, drüber zu klettern? Also ja, wenn ihr euch jetzt wundert, was macht Paxis hier? Warum verschwendet er so viel Zeit und Albert hier rum? Ja, ich muss eh meine Zeit vertrödeln. Wir haben es, wie gesagt, um rechts 18.38 Uhr. Und wenn ich mich rechts entsinne, dann müssen wir leider erstmal bis 22 Uhr warten. Deswegen können wir uns auch Zeit lassen. Ich packe mal die Waffe weg. Ich renne lieber mit der Faust gegen die Wand. Ich, ja, will einfach nicht so auffällig sein. Deswegen ist das, denke ich, eine gute Alternative zur Handfeuerwaffe. Ich bin auch eigentlich ganz so froh, dass ich nicht mehr diesen Schlagring habe, weil dann kann man nicht mehr mit der bloßen Faust rumlaufen, sondern hat immer mindestens diesen. Oh mein Gott, hier ist ja wieder Ballas-Gebiet. Verdammt nochmal. Ja, wo gehe ich denn hin? Epsilon smiles on you, Uncle Brother. Aha, ich wollte eigentlich überhaupt nicht zum Friseur. Aber mal gucken, ob der eine andere Frisur hat, dann können wir uns hier vielleicht mal eine hübsche raussuchen. Haben wir Zeit? Blondes Haar. 18 Jahre, blondes Haar. So stand sie vor mir. Schauen wir mal. Ich glaube, dieses blonde Haar würde richtig geil kommen, wenn ich so einen schwarzen Anzug anhätte. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Außerdem erinnert mich dieser, ja, Protagonist hier mit diesem blonden Haar an Dennis Rodman. Wer ihn kennt, wird es vielleicht ähnlich sehen wie Dennis Rodman. Pinkes Haar wird meiner Meinung nach nicht gut aussehen, aber wir haben Zeit. Wir können uns mal die Zeit nehmen und die einzelnen Frisuren anschauen. Aber wobei, dieses pinke Haar ebenfalls in einem schwarzen Anzug. Also so viel kann ich euch mal spoilern für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Oh nein, jetzt habe ich es gekauft. Ich bin behindert, dumm und hässlich. Oh mein Gott, hässlich bin ich jetzt wirklich, weil ich pinkes Haar habe. Und es passt nicht zu grünen Anti-Sachen. Wenn ich diesen schwarzen Anzug habe, ich wollte eigentlich nur sagen, ich kann schon mal spoilern, es gibt in diesem Spiel definitiv die Möglichkeit, sich einen Anzug zuzulegen. Sehr toll. Ja, blonder Afro, schauen wir uns an und kaufen es vielleicht direkt wieder aus Versehen für $300. Wir haben es hier. Oh mein Gott, das sieht ja richtig hässlich aus. Ach, oh, das ist so hässlich, ey. Ich habe hier schön $200 verschwendet. Aber gut, wer dumm ist, muss dafür halt bezahlen. Das sieht auch hässlich aus. Und da müssen wir jetzt halt wieder was Hübsches holen. Hoher Afro, mal gucken, wie das aussieht. Auch hässlich. Keilförmige Frisur wird meiner Meinung nach auch nicht toll aussehen. Sag ich doch. Und wo waren wir stehen geblieben? Tramline-Look, da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, was das sein soll. Oh, das gefällt mir. Mal gucken, ob es noch was Besseres gibt. Ansonsten bin ich jetzt gerade mal für den Tramline-Look und würde mir dann wahrscheinlich erst wieder pinkes Haar holen. Das ist auch nicht schlecht. Aber Tramline-Look gefällt mir fast noch besser. Ich sehe, das ist schon 9:30. Nein, wir wollen auch nicht so viel Zeit verschwenden. Dann holen wir jetzt einfach den Tramline-Look nochmal für $400. Wir haben es doch. Mein Gott, wir haben ja 3.000, $3.000, was denn geht. So, der ist echt cool, der Haarschnitt. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir jetzt aussehen. Wenn wir hier mit der Maus ein bisschen hin und her, ja, zoomen kann man es nicht nennen, hin und her gehen. Ja, doch. Also ich finde, das sieht definitiv besser aus als der normale Haarschnitt. Und jetzt gehen wir mal zu OC Lope. Und holen uns eine Mission. Das ist auch die einzige Mission, die wir momentan noch machen können. Wir müssen also diese nehmen, um hier im Spiel voranzuschreiten. Das wollen wir natürlich. Life's a bitch. Looking real technical, Gangster. Come. You ain't run off again yet? No, Gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man.
I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Auf jeden Fall, Gangster for Life, das sage ich ebenfalls immer. Oder, Life ain't what it seems. What it seems? What it seems? Naja, wie auch immer. Wollt ihr da nicht mitfahren? Oder mach ich jetzt doch alleine oder was? Naja, egal, ich nehme mir mal dieses Wägelein da. Ich klaus zwar im Endeffekt ebenfalls, aber ich muss wenigstens niemanden dafür ins Maul hauen. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise. Aber ihr merkt, ich passe mich immer mehr an der Situation hier. Ich benutze immer mehr Fäkal mit einem Wobei, hab ich noch nicht gemacht. Kommt vielleicht noch ein Fäkal oder auf jeden Fall. Kraftausdrücke sind mittlerweile an der Tagesordnung. Ich kann einfach nicht mehr. Gangster for Life, ihr habt's gehört. Gangster for Life. Und genau das machen wir jetzt. Wir werden jetzt Gangster for Life mäßig uns einfach mal das Strandboulevard anschauen mit dem Wagen, mit dem Auto und klauen jetzt wohl eine große Anlagenautokarre oder wie auch immer man es nennt. Wenn du bei der Beachparty bist, sprit mit der DJ-Frau. Okay. Okay, weiter bitte. Vielen Dank. Danke. So. Dann wollen wir mal. Oh ja, hier geht's richtig steil. Oh, da können wir jetzt direkt ein cooles Harlem Shake Video reinmachen. Wie könnte man das am besten machen? Aber ich habe keinen Tanzmove, das ist das Problem. Ich müsste auf jeden Fall jetzt hier zum Beispiel hier hingehen, mich so hinstellen und versuchen abzuspasten, ein bisschen zu tanzen. Jetzt so geht's los so. So ein bisschen aufspasten, damit man denkt, ich will alleine tanzen. Und dann geht man hier rüber und wenn dann der fette Bass kommt, ja, dann sieht man wie so abgehen. Ja. Naja, eine doofe Idee. Sorry, ich geh mal die Mission weitermachen. Hey, what's poppin'? Hey, was läuft? Um zu verneinen, drücke N, um zu bejahen, drücke Z. Just hanging out, you know. So why don't you come and dance? Ja, tanzen. Let it rain, baby. Ja, komm, wir tanzen. Okay, was muss ich denn machen, um zu tanzen? Hä? Hallo? Okay, ich hole mir das mal. Das Auto. Okay, ist abgeschlossen. Was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Hallo? Hä? Wie kann ich denn bitte schön tanzen? Bin ich... Ist das ein Bug? Bin ich dumm? Sind die dumm? Hallo, lass mich doch mal tanzen. Wie tanze ich denn hier? What the fuck? Was ist hier los? Was hier los ist, habe ich gesagt. Hä? Was? Jetzt ist es wieder da. Was ist denn da los? Ja gut, vielleicht klappt's diesmal. Hey, what's poppin'? Drücke N, um bejahen zu antworten, drücke Z. Ja, ich drücke jetzt mal N. No time to chat, baby. Och, nein. Okay, ich muss Z drücken. Hey, what's cracking? Just looking for some fun. Nur ein bisschen Action. Ja, los, ist Action. Well, why don't you come and dance? Okay, ich möchte ja tanzen mit euch. Einverstanden. Was muss ich ja machen, mit dir zu tanzen? Was ist denn hier los? Ich geh jetzt baden. Verdammt nochmal. So, erstmal ein bisschen abkühlen. Ein bisschen tauchen. Ein bisschen unter Wasser schwimmen. Ah, Fische.
sorry. Okay, zurück zum Strand. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Ich probiere es jetzt nochmal. Wenn ich es nicht hinbekomme, dann werden wir halt die Aufnahme hier beenden. Dann haben wir halt, ja, ist nicht ganz so weit geschafft. Und ich werde nochmal alleine versuchen oder gucken, was hier los ist. Was zur Hölle, ey. Nehm jetzt einfach den Wagen und geh mir nicht auf den Sack. Hey, what's cracking? Oh nein, jetzt hab ich sie geboxt. Ich wollte sie überhaupt nicht boxen. Ach, ich muss wegrennen, dann bin ich tot, Trottel. Oh, ich bin so dumm. Ja, richtig geil, richtig, richtig geil, wie ich einfach mal wieder halb tot bin. Keine, oh mein Gott, das kann ja nur mir passieren, das kann ja nur mir passieren. Ich wollte doch nur mit ihr tanzen, mit dieser wunderschönen Frau. Aber sie wollte nicht. Und dann habe ich gedacht, drückst du mal linke Maustaste, um zu gucken, was da passiert, ob da vielleicht eine Action abgeht und man vielleicht upraven kann, moonwalken. Aber ich habe dann einfach ins Gesicht geschlagen. Ich weiß nicht, ob sie es verdient hat, aber ich glaube nicht. Ach, Mann. Naja, ich renne nochmal zu Ozzy Loke, hol mir da was zu essen im Laden und mach die Mission dann nochmal. Ich hoffe, dass es dann einfach funktioniert. Keine Ahnung, was da los ist. Ey, ich meine, wir kommen halt nicht weiter, wenn das nicht klappt. Also, ja, vielleicht stehen wir auch noch dumm an, ich weiß es nicht. Was mache ich denn falsch? Warum habe ich mir eigentlich noch kein Gefährt geholt und laufe hier rum? Das dauert doch viel zu lang. Bleib mal stehen, Junge, bleib mal stehen. Ah, da sind ja direkt zwei drin. Ach, das ist, naja, ist mir egal. Oder nee, ich nehme lieber dieses Auto da hinten. Nein, bleib drin sitzen, ich will lieber das Auto da. Oh mein Gott, ich will lieber das Auto hier haben. Tut mir leid davon, du kannst ruhig wieder einsteigen, komm doch wieder, Mann. Warum schreckt denn das die andere Frau aus? Genau, hol deinen Freund wieder. Ja, genau, hol ihn ab. Sehr schön, macht's gut. So. Oh, ist mir gerade vorbeigefahren? Nee, ist da oben. Oh, see, look. Sehr nice. Eine kleine, feine Motorradmaschine. Oh nein, wir müssen die Mission sofort machen. Sonst ist es zu spät. Wie man sieht, ist es gleich 6 Uhr. Was soll's? Dann müssen wir es halt mit Heilreiner. Ich glaube, es ist auch keine Mission, wo man unbedingt Energie verliert, oder? Es sollte doch da eigentlich einfach nur darum gehen, zu tanzen oder so. Egal. Ich verabschiede mich erstmal. Und ja, wir werden dann uns nächstes Mal wiedersehen. Morgen. Ich wünsche euch noch allen viel Spaß, eine gute Hand, das Doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, doch. Ich werde mal kurz gucken, ob es vielleicht ein Bug ist oder ob es eben ich mich nur dumm angestellt habe und dann würde es da an der Stelle auch weitergehen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss.